Alter, fick dich, Alter. Hadi, ich tue in die Steintruhe auch den Sand rein. Jetzt habe ich mir eben gedacht, boah, scheiß doch drauf, wofür brauchst du eigentlich einen Eimer? Jetzt brauche ich einen Eimer, um das scheiß Wasser zu holen. Da habe ich natürlich kein Eisen mehr. So. Christian ist so lecker am Schmatzschauen. Boah, ja. Fuck die Hunde. Warum? Erstmal Christian leiser machen. Oh, da, ich sehe. So. Bleib mal kurz stehen, wieder. Ja, ich bleib stehen. Okay, geil, da bist du wirklich. Nimm mich jetzt einfach zu dir. Weißt du, wo das Ziel ist? Also, oh, ich stehe am Ziel. Ich steh, also, ich kann auch runterkommen, dann weißt du besser, wo das Ziel ist. Spinnchen. Ich komm ein Stück runter. Ja, ich komm runter. Adi, nicht übertreiben. Nee, ich komm schon wieder rein. Die ist voll langsam, ah, cool. Die Spinne, ohne Scheiß. Komm, also, ich geh grad die Treppe so runter. Hoch bin ich. Moment, das bist du? Ich kann den Namen gerade nicht erkennen. Lol, oh mein Gott, ey, du bist ja fast ganz oben. So. Isef, was hast du jetzt eigentlich Produktives getan? Ich hab, 8 die Frage Stacks, von Hadi ist schon hart. 8 Stacks, perfekt, vielen Dank. 8 Stacks Sand? Ich bin bei uns im Haus drin, gerade. Im Haus? Also ja, 8 Stacks Sand sind schon vorbildlich, die brauche ich auch, du, das ist schon mal nice. What the fuck, was habe ich denn für einen Weg gemacht? Du kommst jetzt wahrscheinlich gleich bei den Kühen aus. Du kommst jetzt wahrscheinlich gleich bei den Kühen aus, Mama. Peter, labert auch nicht so viel Bullshit, bitte, ja? Danke. Ja, was denn, das ist wahr gewesen. Ja, okay. So. Ja, da bist du doch bei den Kühen, sag ich doch. Ja, was, aber ist geil. Was ist denn jetzt? Lass die Kühe nicht rauskommen. Ah, alles hell. Ah, das ist verzierter Sandstone. Wie kann ich den denn bauen? Boah, ich habe richtig viel dabei, Junge. Hier in Stack rein. Das ist ein bisschen Trick mit den ganzen Sandstone-Sachen, sagst du. Hier in Stack rein. Da in Stack rein. Alter, ich habe gerade meinen ersten Smaragd gefunden. Jemals. So was habe ich noch nie gefunden. Jemals. In der letzten Staffel hatte ich, glaube ich, 20 davon. Was? Wie baut man denn jetzt? 12 wachsen die Dinger jetzt. Bram, weißt du, was ich gleich mache? Holzfarm. Kacken? Ich dachte erst, die, geil, die Diamanten sind jetzt neu animiert. Ja, scheiße. Dann können wir uns schon mal, wobei, ich mache mit dem Holz, was wir haben, mache ich schon mal Zäune. Dann können wir uns schon mal richtige Zäune machen und die richtige Tierfarming-Session beginnen. Und wir müssen natürlich Pflanzen anbauen. Das mache ich gleich auch. Alter, hier ist alles voll mit der Scheiße. Pflanzen anbauen. Mensch, alles reinpacken. Boah, Alter, gib mir das auf die Eier hier. Das muss ich. Kann man denn damit wenigstens vernünftige Sachen machen mit den Emeralds? Nein. Super. Du kannst damit handeln. Aber die haben meistens nur Kacke. Die Angebote sind echt nicht so geil. Manchmal haben die auch richtig geile Sonderangebote. Oder ich die ganze Zeit finde. Ich weiß nicht, ob die mit dem neuen Update verbessert haben, ehrlich gesagt. Also mit dem neuen Update habe ich gelesen, gibt es jetzt auch so Dorfnutten. Die kosten auch, glaube ich, gar nicht mal so. Wusste gar nicht, dass deine Mom ins Spiel implementiert wurde. Reingepatcht. Ja. Finde ich aber nice. Ja, ne? So zur Abwechslung. Ja, echt mal. So, ich brauche auf jeden Fall nochmal ein Schwert, ey. Geil. Ja, wir haben ja mittlerweile genug Eisen eigentlich, oder? Machst ja, du wir so haben mehr als ich habe ein paar Stück günstig abzugeben. Für so einen Melonsamen. Oder so. Oh, wie fail, ey. Weißt du, freust du dich, hast du schön 20 Eisen gefarmt, ja, und dann BOOM, alles weg. Oh, 5 Melon Seeds habe ich noch mitgebracht, Diamanten, Lapis Lazuli, alles da. Shift macht dann ja dein Inventar voll, so oder so viel wie geht. Da hab ich mit hart, so viel, wie viel du auch in dem Ding drin hast? Oder mit ja, so viel Eisen. So viel wie geht, so viel wie ich kann. So viel er kann. Also so viel wie ich gerade baue damit, mit dem Muster, was ich mir da reinbaue in das 3x3 Feld. Ja, aber kommt das dann auf die Sachen an, die du in dem Crafting Table hast oder die du im Inventar hast? Im Crafting Table. Okay. Ja, wo bist du eigentlich gerade, Sepp? Also, ich farm hier gerade noch ein bisschen. Das war halt dämlich und scheiße und kacke. Aber leider relativ unerfolgreich. Achso, hier ist sein. Oh mein Gott, das haben wir gefunden, aber auch schon. Wenn ihr Cobblestone oder. Aua! Lol! Oh, mit was ist der verzaubert? Der hat Power 2 und Punch 1. Aber geil, Junge. Das ist schon ziemlich fett. Oh ja. Hast du noch Pfeile? Ich habe noch 14, 8. Ich kann dir noch was abgeben. Ja, pass auf, ich gebe dir noch was. Also Cobblestone bitte nicht wegschmeißen. Alter. Die Spinnen haben das ja jetzt aber richtig der Bauern. Vielen Dank. Aber wir können auch Pfeile machen, fällt mir dann. Ja, wir haben keinen hier von Dingens. Blind. Ja. Blind fehlt, ist auch voll selten. Ich frage mich aber, ob es auch so einen Mod für Minecraft gibt, dass, wenn man nur noch ganz wenige Herzen hat, dass der anfängt so zu piepen, wie bei Zelda irgendwie.
Ja, warum muss das jetzt gar nicht nervig sein, bei Zelda? Ja. Spinne! Ich würde fast sagen, damit könnte man schon fast mal anfangen, oder? Ja, wobei ich würde sagen, dass ich gleich die Farming-Sachen schon mal zumindest notdürftig aufbaue, bevor wir mit unserer Shisha anfangen, weil bis die fertig ist, können wir eigentlich schon mal genug Tiere vergrößern und so weiter und so fort. Da muss das ja hier nicht brach liegen eigentlich. Boah, ich hab ja, da hast du recht. Shisha bestellt, ey. Sollen wir dann hier drin mal kurz ein bisschen ausweiten noch, damit die, oder was da draußen machen? Ja, das wollte ich eigentlich draußen machen, wobei drin okay. Ist natürlich auch keine dumme Idee. Das habe ich mich ja auch gerade gefragt. Ich dachte, da wäre ein Frosch Creeper. Gerade eine Fliege gefangen oder so. Ich habe mir gerade eine Fliege gefangen, ja. Okay, kein Plan, wo Sepp ist, aber. Ich bin unten. Ich bin unten! Also, ich laufe gerade wieder nach unten. Ich habe oben hab ich Eisen liegen, Hardy. Am nee, Arsch, 2-2. Der Nino hat sich gerade gefreut. Ja, ja, deine Mutter hat sich gefreut. Ja, guck. Hier. Ja, ich gucke. Boah, der hat sich total gefreut. Das war knapp. Ja, blablabla. Naldo habe ich gerade nur grinsen sehen, ey. Und danach den enttäuschten Martinez. Ja, Wolfsburg versucht immer noch krampfhaft das Schicksal abzuwenden. Oh, cool, es wird schon gerade Tag. Jetzt müssen wir kurz warten, bis es hell wird. Nee, der Naldo ist einfach nur pro Natur. Alter. Guck, du hast gut mit den Rohstoffen in die Hand, können wir jetzt alles in Eisen bauen, Peter. Ah, die hast du denn schon oben angefangen? Großen Kessel mit Zaubertrank. Was hab ich? Hast du schon oben angefangen ein bisschen? Jo. Ich muss aber jetzt noch ein bisschen mehr von dem Smoothstone hier machen. Alter, wie viel Kohle ich hier finde. Ja, nicht mehr feierlich. Also Kohle werden wir auf jeden Fall immer genug haben. Alter, ganz ehrlich, Sepp, weißt du, wie viel Sand wir farmen müssen? Ich habe jetzt aus 8 Stacks Sand irgendwie 2 Stacks Smooth Sandstone gemacht. Na, ich habe gerade 3-4 Diamanten. Bam! Sehr gut. Boah, ist das nicht ein wunderschöner Sonnenaufgang? Das ist echt der Wahnsinn. Ist das nicht wunderschön? Ich vermute einfach mal, wir werden danach nur noch eine Aufnahme-Session quasi sozusagen machen, oder? Nachhaben. Heute meinst du? Oh! Ja. Skelett! Was zum Teufel? Nach 18 Folgen beenden wir die Season. Wenn 3 Leute aufkommen. Ah, das wartet. Oh, Hardy, guck mal nach rechts rüber. Oder links, oder wo immer dein scheiß Bildschirm steht. Ja, 3-1, Junge! Hammer geil, Alter! Ja. Oh, scheiße. Ja, ist doch geil. Was anderes habe ich nicht erwartet. Ich leider eigentlich auch nicht, aber erhofft. Erträumt. Nee, nee. Was sagst du, Bayern spielt mit der B-Mannschaft? Ja, klar. Neuer, Dante. Brauchen wir noch ein bisschen mehr Platz, sagst du? Oder reicht das schon? Schweinsteiger, alles. Also, wenn Ribéry dabei wäre, dann würde ich jetzt wahrscheinlich schon 4-1 stehen. Ich mache jetzt mal Tore für unsere Tiere, aber ich glaube, die Tierkäfige sind auch noch zu klein. Da können wir nicht richtig was farmen. Hier, Eisen. Was wir auf jeden Fall mal kurz machen können, ist schon mal Wasser holen. Wasser holen. Ich begrüße Sie. Wasser, ich begrüße Sie. Panther, ich begrüße Sie. Was soll ich begrüßen? Oh, ich bin ja gespannt. Scheiße, wir brauchen helles Holz, ey, sonst kann ich den Boden hier nicht machen. Am 2.5. ziehe ich mir Zilli aus Marzahn rein. Im Ernst, dafür hast du Kohle ausgegeben? Ja. Hallo? Für Zilli? Ich weiß nicht, kann man mal gucken. Wenn die scheiße ist, dann werde ich das dann halt mal so öffentlich dann sagen. Aber wenn die halt geil ist, dann kann ich das auch öffentlich. Würde mich halt auch mal interessieren, weil jedes Mal, wenn ich diese Frau sehe, dann kriege ich voll den Kotzanfall irgendwie. Ich kann die gar nicht. Was? Hey, was denn? Das hast du doch bei Hardy genauso und du magst den. Nee, das hab ich bei Hardy nicht. Ja, muss ich gerade sagen. Hardy ist eher dass du ihn magst oder dass du den Kotzanfall hast? Peter, warte mal, bis der in Köln wohnt, dann ändert sich das auch noch. Das wird sowieso niemals passieren. Am Arsch! Ich glaube, da ziehen wir vorher noch Male um. Aus Köln raus, wieder von Kontakt. Ja, genau. Alle ziehen dann nach Hamburg. Ja. In New York oder so. Wenn du nach Köln gezogen bist, halt, die muss uns die Adresse auch mitteilen, ne? Also, nee, die bleibt geheim, ey. Via Facebook, ja. Ja, erstmal ein schönes Foto aus dem Fenster posten und dann. Das Schöne ist, beim Ummelden wird Hardy auf jeden Fall verpeilen, sich mit dem Telefonbuch eintragen zu lassen. Nee. Man muss halt so sagen, man könnte jetzt falsch fetten und sagen, ey, wenn ihr Hardys Handynummer haben wollt, einfach Pizza mit Deko. Ey, da steht. Mann, Lüge!
Alter, fuck, ich bin tot.